Also wir haben heute Champions League Spieltag, ich bin gegen Man City, fahre gerade zur Anlage und heute wird es einen Vlog geben zum Spiel, aber nicht von mir, nicht aus meiner Perspektive, sondern aus der Perspektive von Seifi, Hamoudi, von meiner Schwester, meinem Vater, der gerade filmt und ihr kriegt dann Einblicke, wie das für Zuschauer ist, wenn die beim Spiel sind, dann nehmen wir euch einfach mit. Ihr habt jetzt am Anfang noch gesehen, dass ein Daumen im Video ist, nehmt es mein Vater nicht übel. Der filmt mich gerade hier und probiert sich noch aus, so. Also wenn so ein kleiner Daumen zu sehen ist im Video. Mein Vater hat kein iPhone, ist Android-Typ. Deswegen wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, ich fahre jetzt zur Anlage. Wir haben Frühstück zusammen, Warm-up, dann Mittagspause. Wir haben Pre-Match-Meal-Besprechung und dann erfahre ich, ob ich spiele oder nicht. Dann werde ich Seifi Hamoudi oder so schreiben. So kriegt ihr dann von mir heute nicht so viel mit. Ihr wisst ja ungefähr, wie das beim Match der abläuft. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Und ihr kriegt jetzt so mehr hinter den Kulissen mit bei den Zuschauern. Hi Leute, grüßt euch, Seifi hier, ich hoffe euch geht's gut. Ja, es ist noch sehr, sehr früh, wir haben 6:30 in der Früh. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Leipzig von Leverkusen. Hamoudi treffe ich in Köln, wir fahren nach Leipzig. Heute ist das Champions League Achtelfinalspiel gegen Manchester City. Wir nehmen euch mit, zeigen euch den ganzen Tag und seid gespannt. Stay tuned. Kann mir einer erklären, was das für ein Nebel ist? Also ich komme mir tatsächlich vor wie in so einem Horrorfilm oder so. Also das ist ja geisteskrank. Aber ich fahre mit ihrem Fahrrad. Aber sieht die überhaupt nichts. Oh, also den Junge habe ich jetzt gar nicht erwartet. Luis Biade ist auch am Start. Boah, Mudi! Mudi, ich muss weiter, ich fahre nach Berlin jetzt. Wir werden jetzt schon wieder kontrolliert. Hamoudi hat kein Ticket. Schnick, Schnack, Schluck, verliere ich einen Flitscher. Komm. Was? Doch mal. Nein. Doch, doch. Nein. Du musst. Nein. Du weißt selber, du musst. Nee. Was erstmal das ja, hier? Gut. Jetzt noch mal. Ja. Digga, willst du mich verarschen? Reicht jetzt, Bruder. Reicht. Meine Prediction für heute. Sehr mutig, aber RB Leipzig gewinnt 3-1. Benny gibt auf jeden Fall einen Assist, auch Silver. Ich glaube nicht ganz so gut, aber ich glaube trotzdem 2-2. Ich sag auch, dass Benny einen Assist macht. Für Tor reicht diesmal nicht, aber Assist ist auf jeden Fall drin. RB 3-1. Also Leute, wir sind gerade in Leipzig angekommen, werden jetzt abgeholt von Tabea, Bennys Schwester und von dem Papa Nils AB. Schönen guten Tag, Leipzig. Ihr müsst wissen, Hamoudi ist im Stadion ein ganz anderer Mensch. Der schreit da rum, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Hamoudi bleibt gleich. Guck mal, ihr müsst mir eins beantworten. Kann es sein, dass sich jeder verändert, nur Apache bleibt gleich? Und Hamoudi. Und Hamoudi. Apache bleibt gleich. Bilal, Shoutout an Bilal. Wir sind jetzt im Globus, kaufen ein wenig für Bennys Geburtstag ein. Hamoudi kriegt jetzt einen auf den Kopf. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr alle gesehen, ne? Hamoudi, Challenge. Du hast 3 Versuche, okay? Wenn du einmal around the world schaffst, darfst du dir hier Sachen im Wert von 50 Euro aussuchen, okay? Okay, zeig mal jetzt. Was denn? Nein, 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 du musst hochhalten danach. Was ist das denn? Ich hab danach noch hochgehalten. Weiß ich nicht, ob das was wird. Was denn? Was denn? Hamoudi macht hier gerade einen FaceTime-Call mit Benny. Ich habe Warm-up-Garten und habe ihn jetzt gemerkt in meine Worte. Wenn ich heute spiele, mache ich ein Tor, okay? Genau so. Tamam. So Leute, wir sind jetzt angekommen in Bennys Wohnung. Benny hat morgen Geburtstag. Oh ja. Ja, wer kriegt einen Pinata? Das wird lustig. Wir sind jetzt ready. Wir sind ready. Zeig mal dein Outfit. Outfit check. Jetzt wisst ihr, wie viel kostet oder besser nicht? Nee, ohne Preise brauchen wir nicht. Tabea, let me see. Boah, ist das stark, ist das stark. Calcedonia, Zara.
Sehr stark. Sehr, sehr stark. Die kommen dich anzuhalten, Salfi. Hier, die zwei. Ja, da sitzen gerade Erling Haaland und Co. drin, ne? Also, wir haben gerade eine Nachricht bekommen von Benni. Er spielt leider nicht von Beginn an. Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen. Auch Benni lässt sich nicht davon unterkriegen. Wenn er reinkommen sollte, gibt er natürlich 100%. Gibt trotzdem Vollgas. Wir glauben auch daran, dass er sein Tor macht. Wir haben 19.43 Uhr, sind gleich im Stadion und ja. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Willkommen, my friends and family. Aber wer fühlt sich hier wie zu Hause? So sieht es hier aus. Hier kann man überall was essen. Hier ist das Buffet. Sehr gut vertreten hier Red Bull. Ja, ich will jetzt nicht zu viel filmen, aber so sieht es hier auf jeden Fall aus. Abudi! Einmal Leipzig, immer Leipzig! Hey. So, wie ich gesagt habe, beziehungsweise wie wir gehofft haben, Benni kommt rein. Jetzt deine Zeit, Junge. Wechsel, Bayern, Leipzig, das Spiel wird verlassen. Benni! Mora! Benjamin, so, so gut gespielt, Junge. Den ganzen Fam hier. Sehr, sehr stark. Der kann auch auf Vorwege spielen. Ja, aber der Bruder hat den auch gut genommen. Benni, was ist los mit dir? Bruder. Ich muss ein Tor machen, was schießt du? Ich hab dich gesagt, okay, okay. Macht hier fleißig Fotos mit den Fans. Ich würde noch einer ein Foto machen. Let's go! Zwei TikToker unter sich hier. Fleißig Fotos und Videos am machen. Sehr, sehr fleißig, der Junge. Benni Haaland noch mit seiner Torchance hier. Und hat Amara Conde ein Trikot mitgebracht, ein kleines Geschenk. Ich glaube, er freut sich und er ist sehr enttäuscht. Happy Birthday! Happy Birthday, lieber Benni! Happy Birthday to you! Yes! Franzi, MVP! Ich wünsche mir, dass ich nichts mehr Tor mache. Ciao! Yes! Ich hab schon heute dreimal gegen dich gewonnen. Immer Seife, Digga. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja! Wenn du einmal drückst, ne, beschließt dich bei mir. Idiotikum, bei Anhalt einer Dummheit. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wer war das? Bruder, ich will. Bruder! Was willst du, Alter? Was willst du? Bist du frech?
Ich sag dir eine Sache noch, okay? Ich hab mir extra so eine teure Couch gekauft und ich will, dass die Leute sich wohlfühlen und sie kommen zu mir, kommen die alle sitzen. Oder wo sagen wir? Wo hab ich sie gekauft? Beste Schwester ever. Total! Oh. Bruder, das ist deep, ja. Was ist das denn? Kommt gleich noch. Ja, schon Meister, wünsche mir was Besseres. Liesla. Großer Herrscher und Meister, das ist das Wichtige. Ja. Ah! Mal was für eins! Seifi! Bruder, willst du tauschen? Drehen! Ah. Weiter! Sehr stark. Gebrochen können, ja? Yeah. Was ist das? Nasenspray. Euch war echt langweilig, ja? Ne? So spiele ich. Luis, ist dein Handy? Wenn du zu früh drückst, bist du Schock. Also nicht zu früh drücken, okay? Wenn das grün wird. Wenn was grün wird? Wenn es aufhört, wenn es einfach aufhört. Also, wir haben Stadt am Fluss gespielt und es gibt zwei Verlierer. Magdeburg. FC Magdeburg hat verloren. Das heißt, jeder von uns darf sich jetzt eine Zutat nehmen, von bis Apfelessig bis Remoulade. Und die müssen das dann trinken. Boah, Alter, ich trinke schon im Magen, Junge. Wir lesen den Corona, geht auch immer. Seifi, du fehlst noch. Die ist auch Barkeeper, weißt du, meine? Okay, auch scharf. Ich mach einmal. Wir haben sowieso nicht so viel. Das heißt, wir haben jetzt hier drin Remoulade, da machst du Fischgewürz, Cola, Apfelessig, bisschen Salz und Giotto. Das wird jetzt gerührt. Gönnt euch, Bruder. Wenn ihr das trinkt, schafft die Klassenerhalt, Männer. Stoß an, Bruder. Für Klassenerhalt. Magdeburg. Hey, Bacardi. Es ist 5:26 Uhr. Wir haben eine schöne Spielrunde gemacht, aber wir haben alles verloren. Dieses Spiel, ne? Aber wir haben doch alle das gleiche Spiel gespielt. Nein! Block irgendwas, oder? Das ist Betrug. Ich denke, vor du, Mario. Ey, das ist Betrug. Also, das war der Tag. Ich rück mich immer noch darauf, dass es mich getroffen hat. Aber es ist immer wieder besonders, wenn Familie, Freunde da sind und man Champions League spielt. So, ich lebe meinen Traum, bin dankbar dafür. Ich habe Geburtstag, es ist schon sehr, sehr spät. Ich gehe jetzt schlafen. Ich hoffe, ihr habt genug Eindrücke bekommen. Modi hat gut gearbeitet heute. Daifi auch gut gearbeitet heute. Langer Tag. Gast war aber auch dabei. Alles. Wir gehen jetzt pennen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick und alles. Ciao. Wie sage ich Ciao auf Arabisch? Marcel.